Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind hier in der schwierigsten Mission, die wir bis jetzt hatten. Und sollen ein Gebäude infiltrieren. Naja, was heißt infiltrieren? Wohl eher überrennen, denn wir sollen dabei auch noch alle Gegner töten, die hier irgendwie sind. Unter anderem die neue Gegnerart hier, der mechanisierte Roboter. Naja. Ist aber gar nicht so stark gepanzert. Man kann ihn wohl mit zwei Schüssen ganz gut erledigen, wenn diese denn ankommen. Und das letztendliche Ziel ist dann hier drin, im Gebäude irgendwann, diese grünlichen Behälter, das soll untersucht werden. Und wenn alles gut geht, werden wir dann hier abgeholt mit dem üblichen Helikopter. Ja, wollen wir doch mal sehen. Genau, wir haben schon in der letzten Folge herausgefunden, dass wir vielleicht mal heilen sollten, denn eine unserer Personen wurde angeschossen und sie... Oh, noch ein Lebenspunkt. Ja, machen wir das doch mal gleich. Gremlin-Heilung. Mhm. Wie viel heilt das? Hilf ihnen! Okay. Nur 4 geheilt. Gar nicht so schlecht natürlich, aber... Das heißt, mit einem weiteren Schuss wäre sie dann schon hinüber. Wäre ein bisschen schade um sie. Denn wir brauchen hier unser 4-Mann-Team. Und... Ja. Gucken, ob der sich regenerieren kann. Schießen einfach schon mal. Ah. Das ist ja erstaunlich. Okay, das hat er angezeigt, 3 bis 5 Schaden, aber hat nur einen Schaden gemacht wegen der Rüstung. Leider ruckelt es hier auch heute. Ein bisschen. Interessant. Nun ja, spielen wir nochmal die Folge zu Ende. Vielleicht brauchen wir an dieser Stelle unseren schweren Schützen, Kieran McCarthy. Das könnte gut sein, dass der mit seiner etwas stärkeren Waffe dann noch mehr ausrichten kann. Den müssen wir natürlich auch gut platzieren, möglichst in voller Deckung, die wir nicht haben. Da müssen wir sie wohl weg, Karen Anderson wohl mal wegbewegen. Wir haben auch noch hier hinten neue Gegner gefunden und die müssen natürlich auch besiegt werden. Da müssen wir Brian Barry ein bisschen unterstützen und das können wir. Können wir das hier? Ah, schwierig. Eigentlich wollen wir da nicht rüberlaufen. Eigentlich nicht. Schwierig. Na gut, dann tauschen wir mal ein bisschen durch. Bin dabei. Okay. Das war gut. Oh Mann. Na gut. Bin schon unterwegs. Gibt der auch Feuerschutz ab? Schwierig. Ah, guck mal, der macht 4 bis 6, aber mal gucken, was das macht. Tu es.
triff mal bitte. Wow. Ja, das war richtig gut. Ja, ich würde sagen, das ist ein Fall für Kieran McCarthy. Und die Aliens sind wieder dran. Chill mal. Tu mal nichts. Ach komm schon. Waren so gute Freunde bis eben. Besonders er. Oh Mann. Was geht ab? Er springt durch die Wand? So groß war das Loch gar nicht. Oh, das war hart. Oh. Mögliche Informationen gefunden. Und ich dachte, sie steht da hinterm Baum und macht gar nichts so wie letztes Mal. Da hat der Feuerschutz nämlich auch nicht funktioniert. Dumm, Kollege. Oh wow. Stehe unter starkem Beschuss. Die wäre auch hingewesen, wenn der getroffen hätte. Da bin ich mal gespannt auf unsere Runde, wenn wir dran sind. Denn die stehen gar nicht mehr so unbedingt hinter irgendwelcher Deckung. Und der auch nicht. Ist nur so halbe Deckung. Und ja, Alex, schön, dass du wieder da bist. Ich bin wieder da. Wir haben übrigens, ich habe das eingesetzt, was ich schon prophezeit habe. Oh. Die Aliens sind auch dran. Könnt ihr euch bitte ein bisschen dazu zurückhalten? Ja, sehr gut. Und das Spiel ruckelt leider. Oh. Ja, ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Folge heute. Stehe unter Beschuss! Und regeln dann mal bis zur nächsten Folge das Problem mit der Ruckelei. Ja. Wir haben hier ungefähr einen Spielzug geschafft, ne? Aber es ist. Ach Gottchen. Trotzdem eine längere Folge geworden. Das heißt, es ist noch keiner gestorben auch? Sehr gut. Ja, mit ein bisschen Glück würde ich sagen, leben jetzt tatsächlich noch alle, aber was ist mit ihm? Okay. War er nicht schon dran? Ja, also es ruckelt bei uns auch so. Genau, das müssen wir gleich mal beheben. Es hört nicht auf, es hört nicht auf! Gedankenkontrolle, was heißt das jetzt? Schießt er? Wahrscheinlich ist er wieder so ein bisschen in Panik oder was, ne? Oder wird der jetzt. Das ist wie die Leiche, die übernommen wurde oder was? Oh nein! Ach, guck mal, er hat auch sein Sichtfeld verloren, weil er jetzt beim Gegner ist. Stimmt. Das ist jetzt aber richtig mies. Müssen wir jetzt schon unsere Rekruten so hinstellen, dass sie sich gegenseitig irgendwie mit voller Deckung decken? Was ist denn das? Das war noch ein Soldat, der geschossen hat gerade. Ja. Oh, ich sehe, du hast den Roboter schon erledigt. Cool. Ja, ich habe Kieran McCarthy mit seiner schweren Kanone benutzt. Der macht nämlich dann wirklich viel Schaden. Brian Barry hat darauf geschossen und er hat, obwohl da 3 bis 5 Schaden standen, nur einen Schaden gemacht, weil die Rüstung so stark ist. Ach, und cool. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja Kieran McCarthy benutzen, weil der doch die schwere Kanone hat. Mit dem Rüstungsdurchbrechen, was du gesagt hast, lass das mal skillen, das ist bestimmt gut bald. Ja, genau. Ja. Wie lange dauert das denn hier gerade? Das ist ja furchtbar. Ich weiß ja nicht. Wir entschuldigen uns ganz herzlich dafür, dass das hier so ruckelt. Ja. Ja, und als er, und der ist dann durch die Wand gebrochen oder irgendwie gesprungen. Der Roboter, der nicht. Und wurde dann mit der Shotgun abgeschossen von Jane. Von Jane, ja. Die stand da hinterm Baum noch irgendwo. Cool. Und einfach abgeschossen. Und es war großartig. Problem erledigt. Gut, wir sind wieder dran. Das heißt, hier können wir gut pausieren. Dann machen wir, ja, leider eine Folgenpause, weil das eben eine Folge, in der nicht so viel passiert ist. Aber dafür trotzdem lange gedauert hat alles. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ruckeln wegkriegen. Und in der nächsten Folge geht es dann vermutlich ruckelfrei weiter. Bis dahin. Bis dann. Tschüss.